das ist cool. Da denkst du, ich kann später auch mal bei der CIA arbeiten? Ich weiß es nicht, Sohn. Bei der CIA werden Typen gebraucht, die Sachen drauf haben wie das hier. Wow, das war voll der Hammer. Jim ist ein alter Freund. Ich bin Karl. Sehen Sie nur, was diese Wichser gemacht haben. Die versperren mir die Aussicht. Es ist ein starkes Wort, aber es trifft den Kern. Diese Wichser. Wer? Wer sind die Wichser? Unsere allerschlimmsten Rivalen. Die National Security Agency. Spioniert das aus, Nerds! Seid ihr denn nicht alle im selben Team? Steve, ich zeig dir einen kurzen Aufklärungsfilm. Die CIA hieß zunächst Office of Strategic Services. Erkennst du die Stimme? Ihr Gründer war Wild Bill Donovan, durch dessen Mut und brutalomäßige Krassheit der Zweite Weltkrieg gewonnen wurde. Hast du es rausgehört? Ist ein berühmter Schauspieler. Sling Blade. Er war genauso wie ein CIA-Agent sein sollte. Heldenhaft, stämmig und knallhart. Oh, das ist Billy Bob Thornton. Ja, ein paar von uns haben ihn kennengelernt. Die sagen, er ist saucool. Und auch, wenn es ein paar Pannen gab. Wir gewannen das Vertrauen der Nation und verhinderten, dass sich dieser Scheißkerl Castro Amerika unter die Nagel reißt. Dann hat einer entschieden, dass die Steuerzahler für weitere Regierungsbehörden blechen sollten. So wurde die National Security Agency geboren. Sie hören heimlich jegliche Kommunikation ab, sogar Privatgespräche amerikanischer Bürger. Wir streiten, wie viel vom Bundeshaushalt jeder Dienststelle zusteht. Wegen dieser Wichser haben wir letztes Jahr keine Tischtennisplatte bekommen. Jetzt stehen in unserem Spielzimmer nur 4 Spiele. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten, Dad. Ha, nicht, wenn du bei einem Bandenschuss pennst. Na gut, 1:9. Okay, ich dünne deine Bloatware aus und deaktiviere ein paar Anwendungen. Hast du das gewusst? Ihr benutzt noch den Netscape Navigator? Ich benutze die hier. Mittagspause, Smith. Ah, ihr Sohn. Los, schlag ein, junger Mann. Mr. Bullock, darf ich auch mit Ihnen zu Mittag essen? Mit so einem schlaffen Händedruck? Kraft ist nicht meine Stärke, aber... Ich bin nicht sicher, ob wir dich mitnehmen können zu Applebee's. Wir haben nämlich einen Ruf zu wahren bei unserer Kellnerin Trish. Eine alleinerziehende Mutter mit einer riesengroßen Klappe. Kommen Sie, Smith? Oder wollen Sie lieber mit diesem Edward mit den Schwuchtelhänden essen gehen? Steve kommt hier zurecht. Du hast noch sehr viel zu tun. Ich entschuldige mich für meinen dümmlichen Sohn, Sir. Und sein Handschlag widert mich auch an. Nicht gerade CIA-Material. Dummer Dad. Kein CIA-Material. Dann habe ich eben keinen festen Handschlag. Aber jammer nicht drum, wenn ich mich weigere, dein Adobe abzudaten. Nein, nein, das ist zu viel. Jedes Adobe-Update ist wichtig und sollte sofort installiert werden. Trotzdem dummer Dad. Wir beobachten dich. Wer beobachtet mich? Komm raus. Nach links. Geh weiter. Wer sind Sie? Ein Kerl, der weiß, dass Amanda Duquette auf dich steht. Da ist nichts Schlimmes dran, sie ist eine solide 6. Die 6en und 5en, das sind die besten Gelegenheiten. Woher wissen Sie von Amanda? Oh, entschuldige. Ich bin Ned, ich arbeite für die National Security Agency. Wir haben gesehen, was du mit dem Computer deines Vaters gemacht hast. Und wir finden, du, Steve Smith, bist NSA-Material. Echt jetzt? Hey, hören Sie manchmal meine Unterhaltung mit Snot ab? Wir sind die NSA. Wir haben Besseres zu tun, als zuzuhören, wie zwei verwirrte Jungs miteinander flirten. Oh, jetzt bin ich erleichtert. Dein Dad hat dich abserviert, weil er mit seinen Freunden zu Applebee's wollte. Woher wissen Sie das? Tja, wir sind die NSA. Wir wissen, wer zu Applebee's geht. Wir lernen die Dinge nicht auf die dumme, altmodische CIA-Weise. Wir setzen unseren Geist ein. Komm mit, ich werde dir einen Film zeigen. Ich muss mir heute ziemlich viele Filme ansehen.